heute mal aus einer anderen Perspektive. Das ist jetzt mein Arbeitsplatz, mein Schreibtisch. Und ich werde mir irgendwas überlegen, wie wir das noch schöner machen können. Aber von der Situation hier oder von der Position werdet ihr mich in Zukunft öfter sehen. Und zwar hatte ich ja schon auf Instagram geschrieben, dass heute ein Video kommt, bei dem ich euch einfach mal so ein bisschen wieder erkläre, was die letzten Wochen bei mir los war. Das ist auch, glaube ich, wirklich nötig. Und zwar wurde ich Anfang Mai operiert, hier am Hals. Ich hatte einen Tumor an der Ohrspeicheldrüse, der musste raus und das haben die Ärzte auch gut gemacht und da ist alles gut verlaufen. Aber ich war natürlich trotzdem ein bisschen angeschlagen und konnte auch bis jetzt letzten Sonntag noch gar nicht reiten. Und dann bin ich auch so ein bisschen geritten. Also es ist noch nicht richtig gut, aber es ist ja auch klar, ne, nach so einer OP. Genau, das hat mich so ein bisschen ausgebremst, sage ich mal. Und dann habe ich mich auch noch von meinem Freund getrennt, das war sehr stressig. Und das hat mich viele Nerven gekostet. Und genau, das waren so die beiden großen Punkte, weswegen ich einfach die letzte Zeit auch nicht so aktiv war, weder auf Instagram noch hier auf YouTube, noch an meinem Blog. Ich habe kaum Kommentare beantwortet, weil es mir einfach nicht gut ging. Aber ich hoffe, dass, also ich hoffe nicht, ich weiß, dass das jetzt alles wieder besser wird. Und ich freue mich jetzt auf die Zeit, wo ich wieder mehr hier in YouTube stecken kann, mehr Energie. Und ihr werdet auch bald das Pferdchen wiedersehen, dem geht es richtig gut. Ich habe zum Glück eine ganz liebe Stallkollegin gefunden, die ihn jetzt in der Zeit mitgeritten ist, wo ich eben nicht konnte. Und genau, die macht das ganz super, die hat ihn gern, die macht das gut. Ja, genau. Und ich werde demnächst aber auch mal wieder reiten und ich weiß nicht, wenn ihr Interesse habt, dann könnte ich ja auch mal wieder die erste Reitstunde nach der Pause sozusagen filmen. Genau, hinterlasst dem Video doch einfach mal einen Kommentar und einen Daumen hoch, dann weiß ich... Ich sehe mich nur da unten so ein bisschen. Da ist der Daumen. Ein Daumen hoch. Dann weiß ich, ob ihr da irgendwie Lust dran hättet. Und sonst schreibt mir gerne Videowünsche in die Kommentare. Genau. Ich habe jetzt wieder Zeit. Ich bin motiviert. Also geht es jetzt wieder los. Ansonsten, ja, den Tieren geht es sonst gut. Foxy geht's gut. Den Kaninchen geht's gut. Robinho geht's gut. Mir geht's jetzt auch wieder besser. Ich bin immer noch so ein bisschen kaputt. Und einfach erschöpft. Aber das ist, glaube ich, auch... verständlich, wenn man in einem Monat so eine OP hinter sich hat und dann auch noch die Trennung, die nicht ganz einfach war. Genau. Ja, sonst gibt es sogar gar nichts mehr zu erzählen. Turniere sind im Moment dann halt nicht mehr geplant. Ich habe zwar noch was genannt, das ist aber diesen Monat. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde, weil ich ja eben auch länger nicht geritten bin, weil das Pferd jetzt länger auch nicht in dem Maße Dressur geritten wurde, wie ich es dann wahrscheinlich bräuchte fürs Turnier. Mal sehen, ob wir das schaffen und sonst gucke ich einfach mal weiter. Turniersaison ist ja noch im vollen Gange. Vielleicht passiert da noch was, vielleicht auch nicht. Sehen wir mal. Ich habe auf jeden Fall eigentlich Bock, Turnier zu reiten. Aber mal gucken. Erzwingen muss ich es auch nicht. Und sonst fahre ich einfach als TT mit bei meinen Freunden. Das ist ja auch ganz nett. Ja, vielleicht kann ich da auch mal einen überreden, dass ich da und Follow Me Around drehen darf. Das ist ja auch irgendwie angenehmer, das zu drehen, wenn man nicht selber reitet, sondern nur TT ist. Wäre vielleicht auch mal interessant, vielleicht von meiner Trainerin oder so. Ja, genau. Das war's schon tatsächlich. Es gibt gar nicht so viel zu berichten. Und ich freue mich auf die Zeit, die jetzt kommen wird. Und sage erstmal bis zum nächsten Mal. Ciao!